Eine Weiterhäuseln-Produktion. Von Null auf Hund. Mit der Expertin und Hundetrainerin Sandra Oliver und dem Hundeneuling und Kommunikationsprofi Michael Ahrens. Hallihallo und herzlich willkommen hier beim von Null auf Hund Podcast. Wie immer in einer Folge von uns sitzt mir die liebe Sandra gegenüber, die ich natürlich zu Beginn erstmal frage, wie es ihr geht. Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Fängt ja schon wieder lustig an. Das wird eine große Folge zum Lachen anscheinend. Mal gucken. Bevor wir aber mit der eigentlichen Folge anfangen, ist für uns eigentlich mal Zeit, mal Danke zu sagen. Ne? Ja. Also wir waren total überwältigt davon, wie zahlreich ihr uns in dieser Launchwoche als Hörer und als Gestalter auf Social Media einfach mit begleitet habt. Und ein riesig herzliches Dankeschön von unserer Seite. Es war wirklich klasse, wie zahlreich ihr dabei wart. Haben uns mega darüber gefreut. Und unterstützt habt, geteilt habt, kommentiert habt. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Also von der Sache nochmal, ihr seid die Besten. Das macht wirklich, wirklich Spaß mit euch. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Also schreibt uns gerne mehr Fragen und so weiter und so fort. Wir sind gerne da für euch da. Nichtsdestoweniger trotz geht's jetzt los mit der Folge. Und heute ist mal wieder Zeit für Sozialkapell. Oh wei. Ja, genau. Ich habe mal wieder so ein bisschen geguckt, was mir auf den sozialen oder in den sozialen Medien, sagt man glaube ich eher, über den Weg laufen ist. Und diesmal ist es, also womit ich anfangen möchte, ist gar nicht mal so ein Kommentar, sondern eher ein Post von einem Tierheim, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass der Maulkorb doch gar nicht so ein Drama ist. Und dann dachte ich, ja stimmt, da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf hinweisen, weil das auch bei mir im Hundetraining schon so Thema war, dass Leute halt einen Hund hatten, der zum Beispiel bei Fremden unsicher ist, dann gegebenenfalls halt mal schnappt und sie nicht wissen, ob und wann und wie das auftritt. Und wenn wir so mit dem Training beginnen, dann empfehle ich halt auch schon ab und an, dass ich sage, dann trainier doch Maulkorb auf, setz ihn auf, so lange bis wir da mit dem Thema durch sind und wissen, okay, das kommt nicht mehr vor, dann habt ihr Sicherheit, der Hund kann nichts tun, was irgendwie dramatisch ist und alles ist so ein bisschen entspannter. Und dann kommt ganz oft so dieses, oh, der arme Hund und was sollen die Leute denken? Also entweder oder und, ne, der arme Hund oder was werden die Leute sagen? Oder dann denken alle, der ist gefährlich. Wo ich dann auch so sage, ja, aber ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn der Hund, der Fremde nicht so toll findet, nicht von Fremden angetatscht wird, weil er einen Maulkorb auf hat und alle denken, er ist gefährlich. Also dann hat der Hund ja auch seine Ruhe, er hat ja auch einen Vorteil davon. Ne? Und am Ende ist doch scheißegal, was die Leute denken. Ich glaube, da ist halt einfach gesellschaftlich so ein totales Stigmata mit dem Thema, ne? Dass die Leute halt, weiß ich nicht, es klingt ja irgendwie immer, okay, der muss jetzt Maulkorb tragen, ist ein ganz gefährlicher Hund, wenn überhaupt nur bei den bösen, Klammer auf, Listenhunden, Klammer zu und so weiter. Also das Thema ist irgendwie behaftet. Und die Frage ist halt, warum das so ist, weil schlussendlicherweise ist ja ein Maulkorb in vielen Momenten halt einfach für alle auch die stressfreiste Lösung. Also ja, gerade wenn das ein cooler Maulkorb ist, wir hatten ja am Anfang mit Niki da auch dieses Maulkorb-Training gemacht und aufgrund deiner Hinweise haben wir uns ja für einen Maulkorb aus Kunststoff entschieden, fand ich auch erheblich schöner als den aus Metall. Ich weiß nicht, ob es Hunde gibt, die einen aus Metall tragen müssen oder nicht. Ja? Also ich finde, ich finde Metall auch ganz oft, also zum einen ist es natürlich stabiler, ich finde es sinnvoller, ganz oft sind die aus Kunststoff, da muss man halt schon echt suchen, bis man welche findet, die so richtig, richtig passen, wenn der Hund den sehr viel tragen muss. Mhm. Die aus Metall, die haben oft bessere Passformen, also sind einfach weiter von der Schnauzenpassform besser, so dass der Hund gut hecheln kann, damit auch trinken kann, notfalls sogar damit fressen kann. Ne? Deswegen würde ich vom Material her gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern was genau braucht der Hund? Wie stark möchte er wirklich beißen, beschädigen? Ist es ein Typ, der auch mal einen Maulkorb? Also es gibt kreative Hunde, die können ja auch den Plastikmaulkorb zerlegen. Hm. Also ich ist nicht weiß so, übrigens gar nicht, ob die Aussage Plastik da das Richtige war. Das ist ja so ein relativ anliegendes Gummi, zwischen Gummi und Plastik sehr stabil.
Du kennst den ja, den wir da hatten. Ja, ja. Ne? So. Baskerville ist das, glaube ich. Ja. Ne? Also für mich war in allererster Instanz, ich dachte mir, der Maulkorb muss in erster Instanz funktionieren und auch bei ihr gut sitzen. Und das Zweite ist, er sollte so wenig militant aussehen, wie es geht. Weißt du, was ja, ich meine? Das sind so Befindlichkeiten. Ja, aber ist ja den ist Hund ja auch, stört's halt nicht. Dem Hund ist scheißegal, wie der aussieht. Ne? Nö, aber am wenn, Ende muss er einfach nur bequem sein. Ja. Und sicher sein. Ja. Also ne, die zwei Sachen müssen halt gewährleistet sein, dass es bequem für den Hund ist und sicher. Und dann ist mir das Material erstmal zweitrangig. Und man kann auch einen Metallmaulkorb wunderschön mit pinken Nasenpolstern oder Leopardmuster oder sonst irgendwas verzieren. Dann sieht das nicht mehr so dramatisch aus. Und mein Gott, so ein schickes, glänzendes Alu-Silber finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Hm. Und dem Hund ist es wirklich egal. Wenn er das gut auftrainiert bekommen hat, dann ist es halt wie Brille tragen. Also mich stört Brille auch. Ich muss mich da auch dran gewöhnen. Ich bin ein gut trainierter Hund. Meine Brille stört mich schon gar nicht mehr. Dich stört deine Brille schon gar nicht mehr. Das ist halt so, ja, auch eine Gewohnheitssache. Und deswegen nochmal so der Appell, weil es mir halt im Internet über die Füße gelaufen ist, der Appell, Leute, verurteilt den Maulkorb nicht so. Ihr wisst nie genau, was für eine Geschichte hat der Hund, warum muss er den tragen. Vielleicht ist er auch gar nicht böse in Anführungsstrichen, sondern frisst halt nur jeden Scheiß, den er findet und würde sich damit umbringen. Dann ist Maulkorb auch ganz gut. Und selbst wenn er einen Hintergrund hat, wo man sagt, okay, der beißt halt oder was, ist ja Wurst. Ist doch schön, wenn die Leute ihren Hund mit Maulkorb sichern. Ja. Also ja, seid doch froh. Ja. Jetzt hier mal die typische Fachfrage. Mhm. Ich frage natürlich wieder pauschal. Du wirst mir aller Wahrscheinlichkeit wieder sagen, ja, das kann man nicht pauschal sagen, aber ich tue es trotzdem. Was wäre denn ein guter Weg, um einem Hund so einen Maulkorb am Anfang schmackhaft zu machen? Ich sag mal, es gibt ja Deutsche Bahn, da musst du ja, zumindest ab einer gewissen Größe, musst du ja einen Maulkorb tragen, den Hund tragen lassen. Ja, ne? Je nach Städte auch in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Also könnte ja für den einen oder anderen interessant sein, der sich vielleicht im Moment drumherum schlängelt und sagt, hey, Deutsche Bahn, okay, die wollten ja auch wieder streiken oder sind gerade wieder am Streiken und so. Aber trotzdem könnte ja interessant sein. Vielleicht kannst du da ja mal so ein, zwei Tipps. Oder im Urlaub, so in Gondeln zum Beispiel. Ne? Ja. Also ist ja jetzt, selbst wenn man sagt, man ist totaler Bahnverweigerer, irgendwo könnte es schon auftreten. Oder auch beim Tierarzt. Also wir hatten ja unsere Tierarztfolge schon. Beim Tierarzt, wenn der Hund wirklich starke Schmerzen hat und etwas an ihm gemacht werden muss, wo man vielleicht auch selber gar nicht mehr dabei ist und nicht aufpassen kann, ob er beißt oder nicht beißt, dann packe ich meinen Hund einen Maulkorb drauf, kann den guten Gewissens abgeben und sagen, ja, eure Finger werden überleben. Ne? So. Und schmackhaft machen ist so ein ganz cooles Stichwort. Du kannst natürlich den Maulkorb mit Keksen oder Leberwurst schön füttern und in Ruhe und langsam auftrainieren, je nachdem, wie viel Zeit du dafür hast. Ne? Also wenn du sagst, du brauchst den jetzt nicht dringend, weil dein Hund hat eigentlich kein Thema mit einem, was du mit einem Maulkorb jetzt irgendwie absichern müsstest, dann kannst du dir viel Zeit nehmen, kannst in den Maulkorb zum Beispiel so eine, wie heißt das, diese Küchenfolie, das durchsichtige Frischhaltefolie. Zeug. Frischhaltefolie reinpacken und da Leberwurst reinschmieren und dann kann der Hund mit der Schnauze da rein und die Leberwurst ablecken und du fütterst das so schön und machst dann mal kurz zu, wieder ab. Also nach allen Regeln der Kunst langsam und gemütlich auftrainieren über ein paar Tage oder Wochen. Oder du machst es wie wir, die den Maulkorb aufsetzen, losspazieren, sagen, sie sollen den bitte drauflassen und ihnen erzählen, sie wären jetzt die wunderschönsten Hunde auf der ganzen weiten Welt und was für wundervolle Maulkörbe sie doch aufhaben und dann sind die ganz stolz und dann wollen die den vielleicht noch zwei, dreimal runternehmen, aber dadurch, dass wir laufen und gehen, sind dann einfach andere Sachen viel, viel wichtiger und ja. Abgelenkt dann, durch Außenreiz. Ja. Und dann wird der Maulkorb quasi am Auto wieder abgenommen. Also wenn das Schöne endet, wird der Maulkorb abgenommen, dann bekommen die auch nach dem Abnehmen des Maulkorbs in dem Moment jetzt keine Kekse von uns und kein Lob von uns, sondern wo sie den aufhaben, da ist es das Allertollste auf der ganzen weiten Welt und da gibt es die Kekse durch und da gibt es das Lob und das die Bestätigung. Das habe ich in einem Reel übrigens gesehen auf Instagram, dass man nicht den Fehler machen soll, den Hund nach Abnehmen des Maulkorbs zu belohnen, sondern im Idealfall, wenn das bei dem Maulkorb geht, durch den Maulkorb durch, damit er das damit dann auch verknüpft. Genau, ne? Genau. Ja. Dass während er den Maulkorb aufhat, da gibt es etwas besonders Tolles. Ja. Sei es unsere ganz und gar besondere Aufmerksamkeit. Also es ist ja wirklich so, wenn du deinem Hund erzählst, was für ein wundervoller, toller Hund er ist und du meinst es auch so und er hat da gerade den Maulkorb auf, dann
kann er das natürlich durchaus darauf beziehen. Das ist ja so, wie wenn er unterwegs ein Stöckchen findet und das ganz stolz vor sich hinträgt oder sein Spielzeug anschleppt und sagt, oh, hier, guck mal, was ich habe. Und du sagst, boah, du bist ja der Geilste, ne? Dann freuen die sich halt mit und so kannst du auch den Maulkorb schön machen. Und ja, wir haben tatsächlich nicht wochenlang trainiert, sondern unsere Hunde haben den einmal irgendwann aufbekommen. Wir haben das so gemacht, Spaziergang, zack, zack und gut ist. Und dann waren sie halt die tollsten Hunde auf der Welt. Und bisher hat das super funktioniert. Alle unsere Hunde können das und kennen das und ja. Also bei uns war das auch easy. Die Niki hat ihn aufbekommen, dann hat sie mich angeguckt von wegen, oh Papa, ich brauch den doch gar nicht. Ne? So. Und aber kein Problem. Und im Nachgang bin ich jetzt auch einfach froh, dass ich die Option habe, wenn es mal sein muss, dass sie schon kennt. Ja, genau. Ne? So. Das ist immer super, wenn die es einfach schon kennen. Dazu muss man den ja nicht jeden Tag aufsetzen. Mhm. So. Ja. Ich habe jetzt noch mal eine andere Sache. Das darf ich ja immer als Hunde-Nubi praktisch mit in die Mitte werfen. Du darfst quasi fast alles, ja. Und zwar bekomme ich immer wieder mit, dass Leute im Sprech oder mit dem, was ich so lese, irgendwo ein Halti, also diese Schlaufe, die dann an der Leine befestigt ist, verwechseln mit der Funktion eines Maulkorbs. Und da meine Theorie hinter, natürlich sieht so ein Halti viel, viel weniger maulkorbartig dramatisch aus, macht aber halt auch nicht das, was ein Maulkorb macht irgendwie. Ne? Genau. Kannst du das einmal vielleicht von fachlicher Seite einsortieren? Also ein Halti ist ja tatsächlich ein Hilfsmittel, um den Hund besser halten zu können und verhindert auf gar keinen Fall, dass der Hund beißt, wenn er denn beißen will. Was du natürlich damit machen kannst, ist, dass wenn du das ganz blöd festziehst und den Hund zu dir ranziehst und so weiter, dass du ihn dann an dir dran so festhalten kannst, dass er in den 3 oder 4 oder 5 Meter entfernten Menschen oder Hund in dem Moment dann nicht reinbeißen kann. Ja, aber würde er sich losreißen und hätte das Halti noch um, könnte er natürlich zubeißen. Also ein Halti ersetzt keinen Maulkorb, auf gar keinen Fall. Was aber ganz witzig ist, und ich habe tatsächlich als Studentin mit meinem Hund das auch so gemacht, weil ich so dachte, ach na Mensch, das Halti, das stört nicht so. In der Straßenbahn die Schaffner, die haben ganz oft nicht den Unterschied zum Maulkorb gesehen. Die haben dann halt so gedacht, ja, ist halt wie ein Maulkorb, ist der Hund gesichert, ist gut. Okay, und dann durfte ich mit dem Halti halt. Disclaimer, ne, das ist keine Empfehlung, das nein, so zu machen. Nein, auf gar keinen Fall. Aus entfernter Zeit, wo das noch vollkommen in Ordnung war. Das ist ganz lange her, ich bin ja auch schon uralt. Für 27 deswegen, hast du gesagt, ne? Ja. Was? Ja, und studiert habe ich mit 11. Frühreif, ja, genau. Genau, also das habe ich damals so gemacht, das ist nicht nachahmenswert, aber das ist halt so ein Ding, wo das vielleicht auch herkommt, dass die Leute so denken, naja, es ist halt wie ein Maulkorb, aber ist es eigentlich nicht, ne? So. Ja, nee. Wie komfortabel ist so ein Halti für einen Hund? Auch nicht unkomfortabler als ein Maulkorb. Also okay, wenn das einfach nur da drauf liegt und du nicht da dran rumzerrst und rupst und, sondern das ganz normal verwendest, also selbst wenn du den Hund damit führst, ist ja die Leine, die am Halti ist, grundsätzlich locker. Mhm. So lange, bis der Fall eintritt, dass er dich hinfortziehen möchte oder so, dann nimmst du die ein bisschen straffer, nimmst den Kopf zu dir rum. Aber jetzt erstmal so ganz normal ist da kein Zug drauf, kein Druck drauf, sondern es ist halt wie so ein Pferdehalfter am Hundekopf. Und das ist erstmal nicht anders als ein Maulkorb auch. Nur, dass es halt kein Beißen verhindert. Also Halti ist kein Maulkorb. Ja. Ja. D'accord. Ich glaube, können wir so erstmal stehen lassen. Machen wir einen Haken dran. Ne? Ja, wenn ihr natürlich da was zu sagen habt, gerne haut jederzeit. Ne? Ja. Genau. Das Zweite, worauf ich gestoßen bin, das ist aus einer Beschäftigungsgruppe. Da hat eine geschrieben, dass ihr Hund, der intakt ist, also ein intakter Rüde, würde jetzt sehr, sehr plötzlich ihren Mann ganz exzessiv ablecken. Von oben bis unten, Arme, Beine und sie dachte erst, es würde vielleicht mit läufigen Hündinnen zu tun haben, aber eigentlich, der Mann war schon zweimal duschen, er kann nach nichts mehr riechen und der Rüde leckt halt weiter. Ne? Und da dachte ich, ja, kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz so drüber sprechen. Witzig war, dass einige drunter geschrieben haben, kastrieren lassen, der arme Hund, der leidet ja. Okay. Wo zum Glück auch wieder andere gesagt haben, wie kommt ihr denn jetzt auf diese Idee?
der macht das ganz plötzlich, der hat das vorher nicht gemacht, der ist jetzt schon 2,5 und hat die ganze Zeit nicht so ein Verhalten gezeigt. Warum jetzt kastrieren, nur weil der mal den Mann von oben bis unten ableckt und in der Nachbarschaft eine Hündin läufig ist? Also wo ist da der Zusammenhang, ne? War ich auch so, habe ich auch gedacht, ah puh, zum Glück gibt es noch ein paar, die mitdenken und nicht sofort Eier ab. ja, also es gibt sicherlich Gründe, die für eine Kastration sprechen, aber das in diesem Fall, ne, und da halt auch wieder Leute, wenn ihr im Internet Fragen stellt, glaubt nicht alles, was drunter geantwortet wird. Also das ist nicht immer sinnvoll. Ja, es ist eigentlich immer ein Warnzeichen, wenn du nur eine Antwort oder eine Strömung von Antwort bekommst und kein Gegenwind. Also ne, im Idealfall hast du ja immer eine gute Mischung und kannst dann nochmal zum Schluss nachgucken, okay, ist das so richtig oder für welche Seite? Ich würde immer einen Faktcheck machen. Ne? Faktencheck würde ich eh immer machen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was ich schlimmer finde. Also wenn sich alle einig sind im Internet, das ist ja schon höchst selten, dann würde ich fast schon denken, vielleicht sind die tatsächlich alle auf der richtigen Spur, weil es sind sich ja alle plötzlich einig. Ja, es kommt aber auf die Bubble an, ne? Wenn du jetzt, den Fleischer-Fachverband darüber die Frage stellst, ne, wie gut denn jetzt Wurst ist, dann wirst du da eine relativ einheitliche Meinung bekommen. Aber das hast du in der Hundewelt total selten. Also stell eine Frage in irgendeine Hundegruppe und du wirst garantiert von 50 Menschen 87 Meinungen bekommen. Also es ist so, ja. Deswegen, also wenn sich alle einig wären, wäre ich schon mal sehr stutzig. Und wenn sich nicht alle einig sind, dann ist doch immer die Frage, wenn ich da schon nachfrage, wie möchte ich denn rausfiltern, wer von den Ganzen am nächsten an der hilfreichen Wahrheit dran ist. Weißt du, was mich gerade interessiert? Ja. Was jetzt die Auflösung davon ist? Also eine direkte Auflösung gibt es noch nicht. Ja. Was ich aber total sinnvoll fand, was einige drunter kommentiert haben, und das war auch das, weswegen ich es überhaupt mitgebracht habe, ist, den Mann dann mal durchchecken zu lassen. Mhm. Also wenn ein Hund plötzlich ein sehr, sehr verändertes Verhalten gegenüber einem Menschen aus dem Haushalt zeigt, dann kann es, muss nicht, aber kann es durchaus darauf hinweisen, dass da plötzlich irgendetwas im Menschen sich geändert hat. Mhm. Sei es, dass er eine Diabetes entwickelt hat oder einen Krebs. Manchmal gab es das, dass der Hund 2 Tage vor einem Schlaganfall oder so schon komisch wurde. Mhm. Ne? Also es gibt da so die unterschiedlichsten Sachen, die nehmen unfassbar viel wahr, riechen sehr, sehr viel. Was es auch ganz häufig gibt, ist, dass der Hund vor der Frau weiß, dass sie schwanger ist und auch da dann irgendwelches komisches Verhalten gezeigt hat. Sei es jetzt dieses exzessive Lecken oder plötzlich viel näher dran sein, als der Hund es normalerweise tun würde. Also da ist, wenn das wirklich so ganz krass ist und sehr, sehr auffällig und es tritt bei niemand anderem auf, außer bei einem einzigen Menschen, dann ist es schon sinnvoll, diesen Menschen mal durchchecken zu lassen. Und wenn dann nichts ist, kann man immer noch weiter nach Ursachen suchen, ne? Aber es ist, ja, gibt es öfter, als man denkt. So, jetzt hab ich natürlich nochmal eine Frage drumherum. Es gibt ja Lecken und Lecken und Lecken. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Arten, wie ein Hund jemanden ableckt. Okay. Oder etwas leckt. Okay. Okay. Also ja, es gibt ja einmal dieses, oder vielleicht, ich hau's mal raus. Ne? Also es gibt ja einmal dieses, du kommst nach Hause und wirst abgeschleckt. Dieses, oh, cool, lustig, ich leck dich ab. Und dann gibt es ja nochmal dieses ganz langsame Zunge über die Hand drüber ziehen, hat das ein, gibt es da irgendeinen Unterschied drin, den man sagt? Ich bekomme hier einen Kopfschütteln. Nee, du bekommst kein Kopfschütteln, sondern ein interessant. Erzähl mal weiter. Ja, ich habe mich gefragt, gibt es da einen Unterschied drin oder ist das halt einfach, der Hund ist in dem einen Moment halt entspannter und leckt dann halt genüsslicher, langsamer über irgendetwas drüber? Sicherlich. Also zum einen haben wir dieses Lecken zur Begrüßung gar nicht, aber es gibt Hunde, die, also auch da ist es von Hund zu Hund verschieden. Ne? Ja. Es gibt welche, die sind wirklich die absoluten Leckexperten. Ich meine, du kennst ja Pat, der möchte halt die blöden Ohren immer auslecken, was ich ganz, ganz, ganz schrecklich finde. Also Sanders Hund, der Pat hat so einen Ohrenfetisch. Ach, das ist ganz schrecklich, ja. Und der macht das genau. So süß, dass du dich dann auch schwer wehren kannst. Ich habe schon Verbot bekommen. Ja, das bekommen alle ein Verbot inzwischen, weil ich das wirklich ganz schlimm finde. Aber es gibt so Hunde, die sind viel im, ach, ich
guck mal, ich bin so nett und ich beschwichtige dich die ganze Zeit und schlapp, 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 schlapp. Es gibt aber halt auch Hunde, die bringen das so gar nicht mit. Also die haben da gar keine Tendenz zu. Und zum Glück bis auf Pet, doch, die Flabbis, die vom Findi-Hündin, die leckt auch gerne mal ab. Und das ist ganz, ganz fies, wenn ich da nicht dran denke. Und ich laufe ganz oft, also joggen gehe ich ganz oft in kurzer Hose. Gerade wenn es sehr schlammig und nass ist, ich habe keinen Bock auf, alles ist dreckig und nass, ne? Ja. Also kurze Hose und gut ist, Beine kannst du waschen. Und wenn ich dann wieder reinkomme und die Flabbis das entdeckt, dann sind sofort die Kniekehlen dran, was ganz schlimm ist, weil ich da unfassbar kitzlig bin. So, schlapp, schlapp, schlapp. Und dieses langsame Lecken, da könnte ich mir halt vorstellen, dass es ist, weil du zum Beispiel geschwitzt hast und nach Schweiß, ne, also Salz. Salz, ja. Ne, ja. Dass sie das dann so abschlecken. Oder dass es eine Form von gegenseitiger Körperpflege ist. Ja. Was ja dann auch wieder, ne, im Sozialkontakt, Sozialpartner, dass dann geguckt wird, ist er denn auch richtig sauber? Kann man noch was machen? Ne? Oder dich so ein bisschen beruhigen, falls du dich gerade über irgendwas aufgeregt hast. Ach, komm mal runter. Alles ist gut, ne? Ja. Also natürlich gibt es verschiedenste Formen, warum der Hund oder Gründe, warum der Hund lecken könnte. Okay, aber dann haben wir ja schon eine Schlussfolgerung daraus. Es wird ja immer gesagt, eines der, oder das liest du in jedem dritten Instagram-Reel, was irgendwer postet, ein Indikator dafür, dass dein Hund dich liebt, ist, wenn er dich dein Gesicht ableckt oder dich deine Hände, deine Füße und so weiter. Das heißt, auch hier können wir sagen, liebe Leute, wir können euch beruhigen, wenn das nicht der Fall ist und euer Hund da einfach keinen Bock drauf habt, hat er euch trotzdem lieb, ja, auf jeden keine Fall. Angst. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. 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 Ah. Ja, das Thema würde ich auch jetzt beiseite schieben. Ja, ich glaube schon. Gehen. Können wir, ne? Ja. Dann folge ich ja ganz und gar begeistert der lieben Elena Iba von Andershunde. Andershunde. Mhm. Und die hat jetzt gerade einen Silber-Labrador, Weimaraner, irgendwas, der auch eingeschläfert werden sollte, weil er gebissen hat und hin und her gereicht wurde und Wanderpokal. Aber wer die Geschichte lesen möchte oder verfolgen möchte, geht zu Elena, also auf den Account Andershunde. Genau, auf Instagram, ne? Also sie ist da sehr, sehr aktiv, macht sehr, sehr viel. Ja. Übrigens auch extrem folgenswert und unterhaltsam, das auch anzugucken. Sie macht das wirklich gut. Ne? Super, ja. Mega. Ja. Und die hat heute aber darüber gesprochen, dass sie einen DNA-Test machen lässt für diesen Hund. Und das hat mich wiederum dran erinnert, dass du doch auch einen machen wolltest. Oder gemacht hast für den Niki. So ist das. Und ganz durch Zufall habe ich den sogar gerade vor mir liegen. Vielleicht träumen wir da einfach nochmal aus den ersten Folgen auf, wenn ihr so heute das erste Mal zuhört. Ne? Also die Niki ist ja gekommen als Retriever-Mischling. Mhm. Mehrfach bestätigt, auch durch den Tierarzt in Kroatien. Auf meine kritische Nachfrage hat die Gabi nachgehakt und es wurde mehrfach gesagt, es ist ein Retriever-Mischling. So, und? Also wir können bestätigen, dass Retriever gar nicht drin ist. Das mal, genau. Das mal vorweg. Ne? Wunder. Das überrascht mich jetzt aber nicht. Lass es uns doch mal so machen. Ich lese jetzt einfach mal, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist jetzt so eine Tabelle, wo dann die jeweilige Hunderasse draufsteht und dann ein Ergebnis in Prozent, wie viel drin sein soll. Mhm. Ich sag jetzt immer mal die Hunderasse und die Prozentzahlen. Du kannst dann ja mal vielleicht was zur Hunderasse sagen dazu. Und zum Schluss sagen wir mal, ob das denn dann auch so alles von dem, was da jetzt auf dem Blatt Papier steht, so über Niki passt oder auch nicht. Oder einfach mal deine Gedanken dazu. Ist das eine Idee? Ja, ich würde gar nicht so tief gehen und zu allen Hunderassen was sagen. Wir können ja die nehmen mit den meisten Prozentzahlen. Okay. Okay, also fangen wir einmal an mit kaukasischer Schäferhund mit 33%. Ja, also vom Aussehen her, sie könnte halt noch ein bisschen längeres Fell haben, würde dann vielleicht eher passen, aber charakterlich, und da kann ich jetzt schon spoilern, passt irgendwie keine Rasse so richtig, aber ja. Genau. Ja. Aber sie ist auf jeden Fall die Größe, hat sie daher und... Kaukasischer Schäferhund oder Hirtenhund oder Herdenschützer oder was auch immer auf Charka ist ja im Endeffekt auch nicht eine Bezeichnung für eine ganz, ganz krass geradlinig gezüchtete Rasse, sondern für einen bestimmten Schlaghund. Oberbegriff. Ne? So ein Typ. Ja. Ne, nur hier einmal den Haken dran, an oberster Stelle mit den meisten Prozentzahlen Herdenschutzhund. Mhm. Ne? Einfach nochmal, um das nochmal zu kommentieren Richtung Retriever. So, dann haben wir an Platz 2
mit 15% den Doki. Ja. Den, keine Ahnung, wo der da herkommt. Den sehe ich da so jetzt nicht, aber ist ja wurscht. Also man sieht ja nicht immer alles, was in einem Hund drinsteckt. Und Dokis sind auch tatsächlich Hundetypen mit, da habe ich so gar keine Ahnung von. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ich habe einen Doki, kannst du mir helfen, würde ich sagen, Moment, ich muss mir ein Buch kaufen, Kollegen fragen, schon mal gehört. Ja, ist halt so eine Rasse von da drüben, ne? Okay, aber Doki ist auch einzuordnen in der... Die sind auf jeden Fall groß und so wie ich sie im Kopf habe, so nicht so ganz einfache Hunde. Wachhunde. Also auch selbstbewusst und selbstständig und ja. Also packen wir die auch mal grob in den Rahmen Herdenschutz, Hausschutz, irgendwie sowas. Ja, ne? Genau. Super. Dann haben wir an dritter Stelle den anatolischen Hirtenhund mit 15%, wo ich der Meinung bin, da sieht sie am ähnlichsten nach. Also wenn du jetzt einen Akbasch nimmst, ne? Akbas, Akbasch. Ich weiß auch nicht, wie man die ausspricht. Aber da ist es optisch, bis auf dass sie nicht diesen Kringelschwanz hat, passt das am allerehesten. Ja. Ne? Ja, und charakterlich auch nicht. Aber Niki ist halt wirklich anders. Special. Ja. Aber auch Top 3. Also, Herdenschutzhund. Auch ein Herdenschutzhund. Genau. Kein Retriever, immer noch. Also es wird ja auch kein Retriever. Ja. Genau, dann haben wir nochmal, das ist jetzt noch zweistellig, würde ich sagen. Voll witzig, ja. Ne, dann haben wir einen Saluki. Ja, ist ein Windhund, ne? Also ein ganz zartes Dingelchen mit ein paar Flusen an den Ohren und an der Rute. Also ich finde Saluki ist echt witzig. Den hat sie wahrscheinlich irgendwo unter den Knochen oder so, ne? Ja. Ja, ganz versteckt. Vielleicht könnte die Farbe auch vom Saluki mit sein. Aber im Endeffekt, ja, nein, sehe ich den da so gar nicht drin. Also überhaupt nicht. Weder in nichts. So, und dann haue ich jetzt die letzten vier einfach mal so runter. Den einen, hoffe ich, dass ich den richtig ausspreche, ist ein Slugi. Mhm. Auch ein Windhund. 7%. Ja. Ein afghanischer Windhund sehe ich jetzt bei ihr auch überhaupt nicht mit 6%. Ich sehe schon, wie sie elegant über den Teppich schwebt. Irgendwie so, ne? Und dann ein Kanaan-Hund, 5%. Ja, das sind so gar nicht mal so ganz große, glaube ich. Ja. Aber die sind auch selbstbewusst und selbstständig, die Kanaan-Dogs. So, und dann. Die sind aus Israel. Okay. Da kann die Gemeinde mir gerne auf die Finger hauen. Ist ja jetzt auch keine Rasse, die hier ständig durch Deutschland rumläuft. Deswegen bin ich da nicht so ganz firm, aber ich glaube, die sind aus Israel. Ja. So, und zum Schluss kommt nochmal ein Herdenschützer, ein Kuwasch. Ja. Mit 3%. Ja. So, also wenn wir jetzt mal hier alles übereinander legen und daran glauben, dass das Labor den Job richtig gemacht hat, wo wir jetzt mal komplett von ausgehen, dann ist auf jeden Fall das, was der Tierschutzverein aus der Schweiz, der nach Deutschland exportiert, erzählt und die Tierärzte vor Ort, reiner Schwachsinn. So ein bisschen schon, ja. Also alles, was über 15% ist bei dem Gentest, ist schon ziemlich wahrscheinlich. Ja. Ne? Also kannst du sagen, ja, könnte drin sein. Mhm. Und aber selbst bei den 3%, also ist ja einfach nirgendwo ein Retriever. Mhm. Und Leute, ganz ernsthaft, es gibt so gut wie keine Retriever-Mischlinge aus dem Osten. Also ich möchte nicht sagen, es gibt keine, weil das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Es wird irgendwo da auch natürlich Retriever geben, aber was exportiert wird, in Transportern, tierschutzmäßig, sehr, 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 sehr selten. Was ja eigentlich mal eine Idee sein könnte, ne, wäre ja eigentlich, bevor so ein Tier nach Deutschland importiert werden darf, müsste so ein Test gemacht werden. Jetzt Klammer auf, klar, die können ne, da könnte natürlich auch wieder was passieren, dass der, das nicht der Test von dem Hund ist und so weiter und so fort. Ne, aber vielleicht könnte man das ja irgendwo mit einem Amtsveterinär auf Basis des Chips oder wie auch immer. Ne, aber das wäre ja mal zumindest so ein Weg in die richtige Richtung, um zu sagen, okay, dann zeigt uns doch mal, was drin ist. Losgelöst davon, dass nicht auch, die Niki ist ja jetzt ein Goldstück. Ne? Trotz dieser, also wenn du das hier runterliest, dann denkst du ja, oh. Genau, du würdest den Hunden wieder so einen Stempel verpassen, ne? Genau, also, aber auf der anderen Seite wäre es ja einfach auch fair zu sagen, okay, das ist drin. Ja, und die Wahrscheinlichkeit des Verhaltens ist zumindest so und so. Andererseits ist es total schwierig, weil du auch sehr viele Hunde da hast, die schon seit Generationen auf der Straße leben. Das sind dann bestimmte Schläge, also keine Rassen. Mhm. Und auch
Also du kannst doch nicht mal sagen, das sind Mischlinge aus irgendwas, weil die sind ja schon seit Generationen nicht von Menschen gezüchtet. Hm. Ne? Sondern Mischlinge, die sich mit Mischlingen verpaaren. Hm. Und da kommen Mischlingsmischlinge raus und so weiter und so weiter. Und sehr viele Gentests können da gar nicht sagen, was es ist, weil die das nicht in den Datenbanken haben. Ne? Hm. Also auch da können die dann nur schätzen und eine Wahrscheinlichkeitsvermutung anstellen. Aber du wirst da keine richtige Rasse rausbekommen. Und manchmal bekommst du auch Rassen gesagt, wo du sagst, ja, aber die laufen da drüben doch gar nicht rum. So nach dem Motto, Hauptsache, wir haben da was hingehauen, womit die Deutschen was anfangen können. Und dann steht dann da Jack Russell und keine Ahnung, Chihuahua, aber eigentlich ist es... Es war, nichts zu tun. Das war ja nur eine Idee, um zu sagen, okay, das würde ja nochmal irgendeinen Überwachungsmechanismus einbauen. Auf der anderen Seite, klar, wenn du keine einheitliche Datenbank hast und so weiter und so fort, aber da würden wir uns natürlich jetzt wieder genau in die nächste Tierschutzfolge drehen. Ne? Genau, machen wir jetzt nicht. Unser konkretes Feedback, also einfach nochmal an den Tierschutzverein in die Schweiz. Nein. Nix Labrador. Ja, dann sind wir mal gespannt, was bei Elenas Benebub von der Weinkarte im DNA-Test rauskommt. Ja, ansonsten, wenn ihr für euren Hund einen DNA-Test gemacht habt und da kam irgendwas total anderes raus oder genau das Gleiche, lasst es uns wissen. Finden wir auch total interessant. Übrigens, um Gentest zu machen, ist relativ easy. Man kann online einfach danach googeln. Es gibt so 2-3 große Anbieter. Das Ganze läuft über einen Speicheltest, kann man zu Hause machen. Also man geht dann dem Hund in die Lefze und hat dann so Tupfer und eine Minütchen drehen und dann kommt das in eine Flüssigkeit, du schickst es weg und 6 Wochen später hast du dann ein, sagen wir mal, amtliches Ergebnis. Ja, amtlich. Da waren wir ja mit Gentests und so weiter recht wissenschaftlich unterwegs. Und da... So mein letztes Sozialgebell für heute quasi, das habe ich auch erst heute Morgen gesehen, hat die Marie von Hund und Wissenschaft ein Reel gemacht, wo ich auch so dachte, ja, genau so ist es, wo sie halt nochmal darauf hinweist, wie krass das manchmal ist, wenn teils unter wissenschaftlichen Beiträgen Kommentare gemacht werden, Leute irgendwie eine Anmerkung machen und dann fragst du nach einer Quelle, nach einem Beleg für diese Behauptung. Und die Leute sagen einfach nur so, ja, das kann man doch googeln. Und wo sie halt auch recht hat, ne, sie hat natürlich studiert, Biologie, ich weiß nicht was noch, und kennt sich natürlich dann sehr mit Studien und wissenschaftlichen Sachen aus und wissenschaftlichen Arbeiten. Aber selbst wenn man jetzt nicht in der Studienszene drin ist, könnte man ja wenigstens Bücher zitieren, Autoren zitieren oder sagen, das hat Trainer XY gesagt oder so, ne? Aber einfach eine Behauptung in den Raum zu werfen, zu sagen, na, das ist doch so und so oder alle Hunde sind so und so, ne? Und dann nicht sagen zu können, wie man darauf kommt, ist halt schon schade. Ich glaube oft, ne? Und gerade auch bei Social Media, wo ja jeder hinter seinem Nicht-Klarnamen steht, ne? Also wo einfach nur ein Profilname steht, Meinung und Fakt ist ein Unterschied. Total, ja. Ne? So, und das heißt ja nicht, dass ich nicht jemand mal vertun kann oder irgendwie sowas. Wir sind ja auch alles Menschen. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben alle in der Tasche in der Regel jederzeit mit dabei die Möglichkeit, jede Behauptung einfach nochmal gegenzuchecken. Und was ich mich dann halt oft frage, ist, wenn, es geht uns wahrscheinlich allen mal so, dass wir mal irgendwas sagen, was dann irgendwo nicht stimmt, unterbewusst, ohne bösen Hintergedanken. Ja. Ne? Aber wenn ich sowas dann irgendwie ins Netz schreibe und weiß, okay, das kann doch jemand innerhalb von Sekunden, wenn er will, überprüfen. Also genau das Argument, was dann von der Gegenseite gebracht wird, du kannst es ja googeln, sorgt ja auch dafür, dass die Leute in dem Moment einfach sofort dastehen von wegen so, nee, das ist Schwachsinn, was du schreibst. So, und es gibt bestimmt auch oft Themen, wo es nicht nur ein richtig gibt, sondern viele Ansätze. Ja. Ne? So, und da vertreten wir eigentlich auch immer die Meinung, auch in diesem Podcast, dass man nicht dieses Schwarz und Weiß sehen macht, sondern ne, man kann alles beleuchten und man kann auch sagen, okay, da gibt es die Ansicht und die Ansicht und die Ansicht, aber zwischen Ansicht und Fakt, es gibt keine alternativen Fakten, auch wenn Herr Trump das gerne hätte. Ne? Ja. Ja, und es ist halt auch so, selbst wenn man sich auf eine Studie beruft, ist es doch immer noch mal spannend zu schauen, ist das in diesem Bereich die einzige Studie? Wie viele andere Studien zu diesem Thema gibt es noch? Hm.
Was sagen denn diese anderen Studien zu diesem Thema? Wie viele Probanden hatten die jeweiligen Studien? Gibt es da irgendwelche Sachen, die in diesen Studien dazu geführt haben, dass das Ergebnis vielleicht verfälscht ist? Hm. Also sich da reinzufitzen, das ist halt ein bisschen Aufwand. Ja, ist das repräsentativ, ne? Wer steht ganz beliebt bei Pharma, ne? Wer finanziert die Studie dahinter? Geht es um Grundsatzforschung oder geht es darum, dass es Interessen geforscht wird, um ein Ergebnis irgendwo zu erzielen? Genau, ne? Das heißt, es ist halt nicht immer so einfach nur zu sagen, ja, Studie XY hat ja bewiesen das. Ja. Nein, die ganze Lage muss so ein bisschen betrachtet werden. Ja, absolute Zahlen, relative Zahlen, ne? Es gibt ja gibt es auch eine Studie zu, statistisch gesehen, ich kenne die genaue Zahl nicht, deswegen muss ich jetzt einfach, statistisch gesehen erhöhst du dein Lungenkrebsrisiko um 200%, wenn du Umgebungsluft atmest. Das ist so ein Fakt, nur was die Alternative. Du kannst dann halt eine Minute lang definitiv ausschließen, dass du über die Umgebungsluft Krebs bekommst, nur dann bist du halt tot, weil du nicht geatmet hast. Ne? Also da immer auch mal bei alledem, ne, gab es auch ganz viele Studien zu Pille zum Beispiel, wo man dann einfach festgestellt hat, ja, natürlich, wenn du jetzt die Zahlen auf die Studie heruntergebrochen die anschaust, ergibt die genau das, nur repräsentiert das wirklich die Wirklichkeit, die gesamte Welt. Und ne, das sind einfach so Sachen, Fakten, ja, man muss alles immer im Kontext sehen. Ne? Ja, und schauen. Also da einfach nur, glaube ich, mein Appell, Leute, erstens ist Google nicht allwissend. Also ja, natürlich kann man ganz viel googeln, aber wenn ich hingehe und auch jemanden widerlegen möchte, also jemand schreibt irgendwas und ich möchte sagen, nee, stimmt so nicht, dann finde ich es einfach schon cool und fair, man kann es belegen. Und es ist nicht bloß eine Meinung. Ansonsten müsste ich sagen, ich glaube, dass das nicht stimmt oder nach meinem Gefühl ist das aber nicht so richtig oder ich habe die Erfahrung gemacht bisher, dass das dann und dann immer anders war. Aber das ist halt ein Riesenunterschied zu sagen, ich habe bisher die Erfahrung gemacht zu, das ist nicht wahr. So, ne? Also da auch nochmal so ein bisschen zu sensibilisieren. Schaut, was ihr wie äußert und worauf ihr das fußt. Also ja, und parallel Aussagen, dazu, ne? Auch diesen Funken an Respekt dem Menschen gegenüber, der sich da ja offensichtlich hingesetzt hat und sich Mühe gegeben hat, so einen Beitrag zu schreiben. Es ist natürlich immer einfach, hinzugehen und da drüber zu goffeln und zu sagen, gefällt mir nicht oder finde ich blöd oder irgendwie sowas. Aber da hat sich ja offensichtlich jemand Gedanken gemacht und Mühe gemacht. Und selbst wenn darin Teilbereich irgendwo zu Kritik, dass man die kritisieren kann, dann kann man das ja auf einem Level machen. Und das ist ja immer das, was auch in vielen Punkten in Social Media einfach, was mich da so dran stört, dass es so unkonstruktiv ist. Also zum Schluss sollte doch das Ergebnis sein, wir tauschen uns unter einem Beitrag auf und sind zum Schluss alle im Schulterschluss schlauer als vorher. Hoffentlich, genau. Ne? Ja. Und haben uns auf dem Weg nicht zerfleischt. Also da ist immer die Frage, wer die Haltis und die Maulkörbe braucht, in Wahrheit. Total. Ja. Und das ist eigentlich auch so eine gute Überleitung, denn die Marie kommt ja nächste Woche zu Gast. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja. Auf ein bisschen wissenschaftlich fundierte Aussagen. Ja, magst du vielleicht einmal noch kurz ein bisschen spoilern, was sie so sonst so drumherum macht, dass wir da schon mal so eine kleine Vorschau geben können? Also die Marie Nitschner hat den Account Hund und Wissenschaft auf Instagram und ist Dozentin bei Kynologisch, einer Hundetrainer-Ausbildungsstätte, macht Webinare und hat, ich glaube, das macht sie nicht mehr, da kann Marie aber einfach nächste Woche auch nochmal was sagen, hat am Max-Planck-Institut in Leipzig damals Hundestudien gemacht. Das war auch ganz cool. Da war ich mit meinem Hund Colin ganz oft da. Der hat da mitgemacht, hat sich quasi studieren lassen. Ja, das war sehr witzig. Ja, die ist also sehr tief im Wissenschaftsgame drin und versucht, alles so zu beleuchten, dass es möglichst fundiert dargelegt wird und nicht bloß eine Meinung ist und nicht bloß eine Behauptung, sondern Hand und Fuß hat. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Das heißt, du kannst dir schon mal aussuchen, wo du schon immer mal wissen wolltest, wie das so ist. Ja, es gibt eine Folge, wo ich anscheinend mal wieder meinen Wissensschatz um mehrere 100% erweitern kann. Genau. Von meinen 1%, die wir ja schon festgestellt haben, die ich schon habe. Genau. Ja, herausragend. Dann war das auf jeden Fall bis hierhin schon mal eine coole Folge Sozialgebäude. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin auch Spaß gemacht. Ja, haut gerne raus, wenn euch
irgendwelche Kommentare, Postings, was auch immer im Internet auffallen. Wir freuen uns über alles, was euch unter die Finger kommt und was ihr rüberschickt. Ich habe leider auch nicht die Zeit, ständig im Internet rumzuscrollen und nach sowas zu suchen. Ja. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ihr was rüberhaut. Und wenn euch unsere Folgen bisher gefallen haben, lasst doch gerne eine Bewertung da. Das würde uns total helfen und mega freuen. Genau. Ansonsten gibt es natürlich auch noch unsere Social Media Kanäle. Da möchten wir euch auch gerne nochmal herzlich zu einladen, auch damit aktiv zu werden. Im Moment kristallisiert sich raus, dass ihr Instagram besonders toll findet bei uns. Und da stehen wir euch natürlich auch für Anregungen und Fragen zur Verfügung. Also auch wenn ihr eine Frage habt, du sag mal Sandra, warum macht mein Hund immer das und das? Schickt uns das gerne zu, also entweder als Nachricht oder kommentiert es in einem Beitrag. Es muss auch gar nicht zum Beitrag passen, sondern wenn ihr eine Frage habt, haut raus. Ne? Und wir geben uns die allerbeste Mühe, vor allen Dingen über René, der das Ganze dann aus dem Social-Media-Team dann für uns vorfiltert, ne, dass wir euch dann da eine schnelle und gute Antwort zu bekommen. Und vielleicht ist das Ganze ja so interessant, dass ihr uns auf irgendwas bringt und wir nehmen euren Impuls, dafür eine neue Folge zu machen. Ne? Ja, wir wollten ja auch irgendwann mal so eine Question-and-Answer-Folge machen. Ja, ja, ich bin dabei. Ich genau. kann nicht viel antworten, ich kann ja nur Meinung machen. Du kannst die Fragen vorlesen. Genau, das mache ich. Das mache wie ich das Nummern-Girl oder so. Next Round. Der Fragenleser. Ja. Genau. So. In dem Sinne, von unserer Seite. Noch eine gute Zeit. Ich wollte einen schönen Abend wünschen, aber vielleicht hört ihr es ja morgens beim Gassi, deswegen habt noch eine gute Zeit. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Ciao, ciao. Bei Von Null auf Hund freuen wir uns auf deine Fragen und Ideen via WhatsApp oder Sprachnachricht unter 0221 6699 0009. Weitere Infos? Check die Caption oder besuche von nullaufhund.de.